water love. The way I feel it seeping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. O que que é esse amor da água? In der Halle 3.1 dreht sich alles um das Thema Unterwasserfotografie. Gleich mehrere Händler und Anbieter haben sich auf Geräte konzentriert, die das Fotografieren und Filmen unter Wasser möglich machen. Im Mittelpunkt der Aktion steht ein großer Showtruck, gefüllt mit mehreren tausend Litern Wasser. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Fotokina. Ich stehe vor einem riesigen Lastwagen mit einem Anhänger voller Wasser und Fotograf Andy Völz kann mir sagen, was es damit auf sich hat. Ja, wir sind in der Underwater Imaging World auf der Fotokina, wo unter anderem auch eine Ausstellung des weltweit größten Unterwasserfoto- und Videowettbewerbs ist, dem Epson Red Sea Contest. Und hier hinter uns arbeitet gerade Mark Hillesheim mit seinen Fotomodels. Was kann ich denn da gewinnen bei dem Wettbewerb? Oh, der erste Preis sind zum Beispiel $10.000 in Cash und eine Reise für zwei inklusive Flüge nach Papua-Neuguinea. Also Unterwasserfotografie lohnt sich. Das heißt, wenn ich mitmachen will als Einsteiger, womit? Was gibt es da für Modelle? Ja, also für wenige hundert Euro geht es los. Da gibt es schon All-in-One-Lösungen. Hier jetzt eine Kamera bis 3 Metern, wo man nicht mal ein Gehäuse für braucht. Und man kann damit filmen und fotografieren. Also der Einstieg ist eigentlich relativ einfach und preiswert. Und womit machst du als Profi deine Bilder unter Wasser? Ja, da wird es dann schon etwas teurer. Also hier haben wir ein Gerät für 2.000, 3.000 Euro kostet alleine das Gehäuse. Da ist eine 5D Mark II drin. Und der Mark benutzt für seine Fotos ein ähnliches Gehäuse für Nikon. Und dort kann man dann auch die Wechselobjektive und alles einsetzen. Und viele Produktionsbüros greifen auch bei Filmaufnahmen inzwischen zu diesen Modellen. Was macht es denn aus, die Faszination der Fotografie unter Wasser? Also es ist ein anderes Medium. Früher hatte es auch ohne Digitalfotografie, würde ich sagen, sehr viel Tücken und nur wenige Wissensträger. Heute kann man mit Digitalfotografie und Filmerei sehr preiswert und günstig einsteigen und auch schnell lernen. Und das Spannende da drin sind jetzt nicht nur die Fotowettbewerbe mit $10.000, die gibt es erst seit kurzer Zeit, sondern vielleicht gerade das Spielen mit dem Medium Wasser. Also die Wasseroberfläche, Luftblasen, Schwerelosigkeit, das sind alles Dinge, die kann ich halt nicht an Land fotografieren und damit arbeiten. Und dadurch bekommen Unterwasserfotos eigentlich ihren komplett eigenen Charme. Kann ich als Messebesucher denn selber hier reinspringen und Bilder machen? Ja, der Marc arbeitet nicht nur mit professionellen Models, sondern auch mit Messebesuchern, die gerne ihr eigenes Unterwasser-Fotoshoot haben möchten. Also würde ich sagen, wer Lust hat, rein ins kühle Nass. Die Palette der Unterwasserprodukte ist vielseitig. Von einfachen Plastikummantelungen für Kompaktkameras bis hin zu hochwertigen Gehäusen inklusive Zubehör ist alles dabei. Im großen Wassertank haben die Besucher erstmals die Möglichkeit, neueste Produkte vor Ort zu testen. Es gibt Workshops, Vorträge, Reiseberichte sowie Foto- und Filmdokumentation zu sehen. Abgerundet wird das Angebot durch das faszinierende Endprodukt. Die besten Ergebnisse der Unterwasserfotografie werden im Rahmen des Epson Red Sea Contest vorgestellt. Ein Fotowettbewerb, bei dem es Bargeld und eine dreiwöchige Fotoreise zu gewinnen gibt. Das war's für heute von der Fotokina. Am Donnerstag beschäftigen wir uns mit dem finnischen Fotografen Hendrik Malmström und wir sehen uns am Freitag wieder. Tschüss, bis dahin.